Finanzielle Unterstützung vom Staat soll auch die Wirtschaft bekommen. Denn viele Unternehmen haben Probleme wegen der gestiegenen Energiepreise. Wir legen heute ein großes Wirtschaftspaket vor, um die Unternehmen, die exorbitant belastet sind durch die hohen Preise, zu unterstützen. Kurzfristig soll die Zahlungsfähigkeit von Unternehmen mit Hilfe von zinsgünstigen Krediten und Bürgschaften sichergestellt werden. So wie wir es aufgelegt haben, ist es für den Haushalt und damit die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler schonend, für die Wirtschaft gleichzeitig sehr wirksam. Daneben soll vorgesorgt werden für den Fall, dass sich die wirtschaftliche Lage der Unternehmen verschlechtert. Dafür stellt die Bundesregierung unter anderem Kredite von mehr als 100 Milliarden Euro bereit. Und zur Börse, zu Stefan Wolf in Frankfurt am Main. Wie sind denn die Reaktionen dort auf das Hilfspaket für Unternehmen? Die Bundesregierung habe Entschlossenheit gezeigt, so lauten die Reaktionen hier auf dem Frankfurter Börsenparkett. Es geht ja darum, dass man ähnlich wie in der Corona-Krise dafür sorgt, dass besonders betroffene Unternehmen schnell Hilfe, Unterstützung und eben auch Garantien bekommen, um Ausfälle zu verhindern. Hier liegt der Blick vor allen Dingen auch auf der Energiewirtschaft, denn die Versorgungssicherheit, die scheint auch bei diesem Rettungspaket jetzt im Vordergrund zu stehen. Es sei ein Schutzschild eben gegen die Unbill dieser Krise. Und an der Börse denkt man schon, dass das ein wirkungsvolles Instrument sein kann. Der deutsche Aktienindex jedenfalls steuert mit Gewinnen auf das Wochenende zu. 1,4% im Plus bei 14.280 Punkten liegt der DAX. Das auch wegen fallender Ölpreise. Die Internationale Energieagentur hat ihre Reserven geöffnet. Stefan Wolf, danke schön. Schon vor Beginn des Ukraine-Krieges hat sich die Ampelkoalition wegen der hohen Inflationsrate auf steuerliche Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger geeinigt. Im Bundestag wurde der Gesetzentwurf heute erstmals beraten. Er sieht unter anderem vor, dass rückwirkend zum 1. Januar die Arbeitnehmerpauschale von 1.000 auf 1.200 Euro angehoben wird. Außerdem soll die Erhöhung der Pendlerpauschale vorgezogen werden und ebenfalls seit Januar gelten. Sie gilt ab dem 21. Kilometer und steigt von 35 auf 38 Cent. Manche werden sich heute früh in Paris verwundert die Augen gerieben haben. Ihr Präsident Macron direkt in der Menge? Ein seltener Anblick. Doch am Sonntag sind in Frankreich Präsidentschaftswahlen. Dort tritt eine Reihe von Kandidaten an. Doch lange sah es nach einem Selbstläufer für den Amtsinhaber aus. Laut Umfragen liegt Macron aber am letzten Wahlkampftag nur noch knapp vor seiner schärfsten Konkurrentin, der Rechtspopulistin Le Pen. Wo ist der Präsident? Das fragen sich viele Franzosen. Spontaner Marktbesuch heute Morgen. Dennoch, als Wahlkämpfer hat sich Emmanuel Macron äußerst rar gemacht. Stattdessen präsentierte er sich seit Beginn des Ukraine-Krieges als Krisenmanager in solchen Werbevideos. Jetzt fehlen ihm wertvolle Umfragepunkte. Es stimmt, ich habe spät mit meiner Kampagne begonnen. Das ist aber normal für einen Präsidenten. Die Aufgaben, die Umstände haben mich gebunden. Das ist Fakt. Sie hat das für sich genutzt. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen tourt seit Monaten durchs Land und gibt sich volksnah. Ihr Programm hat sie entschärft mit sozialen Anklängen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Doch im Kern bleibt sie radikal rechts. Wir geben prioritär Franzosen Arbeit vor Ausländern. Und genauso machen wir es auch mit Sozialwohnungen. Insgesamt 12 Kandidatinnen und Kandidaten treten am Sonntag an. Linksaußen Jean-Luc Mélenchon konnte zuletzt ebenfalls aufholen. Wahlbeobachter sehen allerdings weiterhin einen leichten Vorsprung für Macron, dicht gefolgt von Le Pen. Und ein Viertel der Wähler ist noch unentschieden, plus die jeweils gleich starke Stammwählerschaft der beiden. Damit sind sie fast gleich auf. Und somit dürfte es ein spannender Wahlsonntag werden.